Sehr schön. Herzlich willkommen zu unserem Live-Webinar bei Esprit-CAM. Wir zeigen euch heute 3D-Fräsen inklusive Optionen für die vierte und fünfte Achse. Ja, mein Name ist Tim Hilchenbach. Mit mir in der Leitung ist einmal der Stefan Schüssel und wir zeigen euch heute ein bisschen was zu unseren klassischen Strategien in unserem Esprit-CAM. Genau, Stefan, du bist schon mit auf der nächsten Seite, sehe ich gerade. Was uns im allerersten Schritt sehr, sehr wichtig ist, dass jeder von uns einmal einen Überblick bekommt, wer sind wir beide überhaupt heute? Welche Personen begleiten euch heute komplett durch das Webinar? Mein Name ist einmal Tim Hilchenbach, ich bin zuständiger Projektleiter im Vertrieb hier im Hause DP Technology. Wir haben alle vor vielen Jahren einmal das ganze Kernthema gelernt. Ich für meinen Teil vor knapp 16 Jahren den technischen Modellbau im Schwerpunkt Prototypenbau, habe mich nach der klassischen Ausbildung in Richtung Vertrieb entwickelt und bin aktuell hier im Hause zuständig für die kaufmännische Abwicklung beziehungsweise auch den kompletten Abwicklungsprozess beim Endkunden. Welche Module benötigt der Kunde? Welche Maschinen sollen angesteuert werden? Wie kann man am besten den kompletten CAM-Prozess im Fertigungsbereich eingliedern? Genau, neben mir mit im Webinar ist heute der Stefan mit dabei. Stefan, es wäre schön, wenn du dich auch einmal kurz vorstellst. Gut, ich möchte Sie auch gern recht herzlich willkommen heißen zum neuen Webinar Dreiachsenfräsen mit Vier- und Fünfachsoptionen. Mein Name ist Stefan Schüssel. Ich bin gelernter Werkzeugmacher, Stanz- und Umformtechniker mit Ausbildung, also Meisterausbildung Richtung Feinwerkmechanik. Seit 2012 in der CAM-Softwarebranche tätig und seit Februar 2019 für die Firma DP Technology. Ich unterstütze unseren Vertrieb bei technischer Abwicklung, Projekten oder auch Umsetzung beim Kunden. Zurück zu dir, Tim. Genau, sehr schön, ja. Wir zeigen heute komplett unsere Dreiachsstrategien, das 3D-Fräsen, was wir hier auch nochmal mit einigen Stichpunkten zum Leben erwecken. Was heißt das Ganze? Wir fangen von klein nach groß an. Wir zeigen die ganz klassischen 3 plus 2 Bearbeitungen, die wir einmal in der Mitte sehen, inklusive Rundachsbearbeitungen und steigern uns dann einmal ganz klassisch in die Fähigkeiten rein, auch der 3D-Bearbeitung. Das heißt, wenn es im Fertigungsbetrieb Modelle gibt mit Freiformbearbeitungen, dann ist der Kunde hier natürlich super in der Lage, mit Esprit zu arbeiten. Also das ist heute der Schwerpunkt in unserem Webinar. Ja, wir legen jetzt einmal gleich direkt los. Wird jetzt an dich übergeben, Stefan, und dann freuen wir uns über gute Impulse aus dem Hause DP Technology für Esprit-CAM. Vielen Dank, Tim, für die Sehr gerne, Einleitung. Stefan. Zum Anfang, unser Ziel von diesem Webinar ist, wie Sie auf einfache Weise 3D-Fräszyklen mit Vier- und Fünfachsenoptionen in Esprit erzeugen können. Hierfür habe ich ein Beispiel schon mal vorbereitet auf eine DMG DMU50 mit Schwenkbrücke, das heißt, wir haben eine C- und B-Achse bei unserer Maschine. Und Sie finden alle Strategien, die wir heute zeigen, im Karteireiter 3D-Fräsen. Als allererstes möchten wir gerne unser Bauteil schrubben. Das heißt, wir verwenden die Funktion Schrubben, Restschrubben. Und das Ziel einer Schrubbearbeitung ist es jedes Mal, einen größtmöglichen Materialabtrag abzutragen und gleichzeitig die Bearbeitungszeit bei komplexen Freiformflächen zu optimieren. Durch Berücksichtigung vom Rohmaterial und Werkzeug wird somit ein dynamischer Werkzeugweg erzeugt und gleichzeitig Kollision vermieden. Ich möchte mit Ihnen die Strategie natürlich komplett zeigen. Das heißt, wir setzen die Strategie auf den Standard zurück, damit Sie auch sehen, wie Sie schnell und einfach zum Ziel kommen. Als allererstes wählen wir unser Werkzeug aus. Ein Schafffräser mit Durchmesser 16. Wir geben unsere Schnittkondition an. Und im Karteireiter Werkzeugweg können wir auch gerne beim Schrubben auch mal die Toleranzen ein bisschen höher setzen,
zum Beispiel jetzt auf 2 Zehntel, damit die Berechnung ein bisschen weniger ist. Und wir möchten auch gerne die komplette Schneidenlänge verwenden. Das machen wir hier mit der Funktion Z-Aufmaß. Das heißt, wir können die Berechnung von unten nach oben setzen und Esprit berechnet automatisch den optimalen Schneidenlänge von unserem Werkzeug und setzt zum Beispiel auch für die Nachbearbeitung, also da, wo Restmaterial noch steht, einen Zwischenschnitt von 1,6 mm. Ich möchte Ihnen heute auch natürlich unsere altbewährte Strategie Profit Milling vorstellen, also unseren adaptiven trochoiden Schrubbzyklus in Esprit, der für jeden Kunden frei zugänglich ist. Und wir setzen einen Eingriffswinkel von 38 Grad fest. Und nun kommen wir auch mal zu den Karteirader 5 Achsen. Wie Sie eigentlich schon am Namen von unserem Webinar gesehen haben, wir möchten Ihnen auch mal ganz gerne zeigen, wie Sie einfach von einer 3D-Schrubbearbeitung auf eine 5-Achs-Strategie wechseln können, ohne dass Sie die anderen Parameter ändern müssen. Hierfür müssen Sie im Karteirader 5 Achsen fräsen nur die Funktion Folge unebene Boden aktivieren und uns stehen mehrere Szenarien zur Verfügung. Und zum einen mal für den Drehbereich zum Beispiel auf eine Zylinderfläche oder Rotationsfläche oder die reguläre Fläche. Hierfür habe ich eine Fläche schon mal vorbereitet und wir greifen ganz einfach die Fläche ab und drehen die Flächennormale um die Achse. Wir bestätigen das Ganze und Esprit berechnet jetzt im Hintergrund die Strategie. Und was auch zu beachten ist, beim Profit Milling mit der 5-Achs-Strategie, das heißt, wenn wir dem Boden folgen, dass die Fläche für den Boden immer ein bisschen größer ist als das Rohmaterial. Schauen wir uns das Ergebnis gerne auch mal in der Simulation an. Ich blende mal alle unwichtigen Komponenten in der Maschinenraumsimulation aus und starte das Ganze. Und Sie sehen schon auch, wie dann die Fräseachse komplett senkrecht auf unsere Führungsfläche steht. Und mit Profit Milling haben wir die Möglichkeiten, unser Bauteil mit einem dynamischen, weichen Werkzeugweg zu bearbeiten. Das sollte mal kurz für heute genügen. Wir blenden auch mal gerne die Werkzeuge für Schrubben aus. Und Sie sehen auch in der Vorschau, wir arbeiten auch immer mit Echtzeitmaterialabtrag. Das heißt, das Rohmaterial wird immer auch visuell dargestellt in Esprit, damit wir auch gleich erkennen, wo Restmaterial übrig ist und nicht. Kommen wir nun zu unserer nächsten Strategie. Und zwar möchte ich Ihnen gerne heute unsere Strategie Z-Konstant vorstellen. Und Esprit erzeugt bei der Strategie Z-Konstant eine dreiachsige Schlichtbearbeitung mit inkrementalen Z-Ebenen, um auf der Basis von einem definierten Neigungswinkel vertikale oder fast vertikale Wandflächen zu schneiden. Sie können Z-konstant fräsen, natürlich auch in Kombination mit flache Bereiche-Technologien einsetzen, um ein sehr gutes Ergebnis alle Modellbereiche zu erzielen. Die ersten Karteiräder sind auch wieder die gleichen wie vorhin. Die Toleranz setzen wir jetzt bei unserem Beispiel mal auf 5/100, dass die Berechnung nicht ganz so lange dauert. Und die Tiefenzustellung möchten wir gerne auch eine Rautiefe von 2 Zehntel, also einen RZ-Wert von 2 Zehntel erreichen. Und in der High-Speed-Funktion setzen wir die Spiralbewegung auf Ja. Sie
Sie sehen auch, wie es sehr schön, der grüne Bereich ist auch immer der Bereich, den wir auch selektiert haben. Um auch das ein bisschen eingrenzen zu können, haben wir hier den Kriterien der Begrenzungen und wir greifen ganz einfach mit wenigen Klicks unsere Begrenzungsprofile ab und können somit auch mal die Flächen eingrenzen, ohne das Feature zu ändern oder auch ein neues Feature anzulegen. Und hier möchte ich Ihnen gerne mal die Kollisionsprüfung von Esprit auch mal kurz vorstellen. Und zwar kann ich die Kollisionsprüfung einschalten und noch, ich habe auch mehrere Möglichkeiten, also mehrere Szenarien zur Verfügung, zum Beispiel auch Kollision prüfen und anzeigen. Das heißt, er würde den Werkzeugweg erstellen, aber er bringt über eine Messagebox eine Fehlermeldung, wenn es zur Kollision kommt. Der Werkzeugweg wurde schon erstellt und wir sehen auch hier schön rot markiert den Bearbeitungsbereich, wo es zur Kollision führt. Und wie auch vorhin schon erwähnt, sehen Sie auf der rechten Seite alle Informationen zu dieser Strategie. Wann kommt es zu einer Kollision, zum Beispiel eine Werkzeuglänge bei 20 mm? Was ist denn der erforderliche ein Minimum von der Werkzeuglänge, also von der Austraglänge von unserem Werkzeug? Und die Informationen stehen natürlich uns auch zur Verfügung. Wenn ich sowas vermeiden möchte, kann ich auch jederzeit in der Strategie zurückgehen. Und auch eine andere Option, falls ich Kollisionsprüfung verwenden, zum Beispiel das Abschneiden. Dann schneidet er mir alle Bereiche ab, die zur Kollision führen. Und wir haben ein kollisionsfreies Ergebnis. Sie sehen auch schon, die Berechnung dauert jetzt ein bisschen länger. Und wir haben die Bereiche dann frei, wo das zur Kollision führt. Dann möchte ich natürlich auch das dritte Szenario vorstellen. Wie auch der Titel auch schon verratet, wir können auch jede 3D-Strategie in Esprit mit einfachen Klicks auf eine 5-Achs-Strategie switchen. Das heißt, ich setze die Kollisionsprüfung auf Einschränken. Ich kann auch noch ein Sicherheitszylinder um mein Werkzeug, um meinen Halter legen und auch den Schwenkbereich zum Beispiel begrenzen auf 45 Grad. Das Verschleifen zeige ich Ihnen dann später in einer anderen Technologie. Wir möchten auch gerne mal das Ergebnis kurz in der Simulation betrachten. Esprit fräst jetzt unser Bauteil so weit, bis es zu einer Kollision kommt. Und dann schwenkt erst der Halter mit dem Werkzeug um unser Bauteil. Und wichtig ist auch bei der Strategie, sie funktioniert natürlich auch nur dann, wenn mindestens eine Schwenkachse bei unserer Maschine definiert ist. Dann ist sie auch aktiv und dann kann man auch diese Funktion in unserer Strategie verwenden. Ja, sehr schön. Sehen Sie auch schon, es fängt auch die Maschine das Einschwenken an. Genau. Was wir noch ergänzen können, was auch sehr, sehr schön und auch wichtig ist, wir sprechen hier nicht nur über eine normale Maschinensimulation, sondern wir sprechen über einen digitalen Zwilling, Stefan. Ne? Das heißt, die Spannmittel, Arbeitsraumdaten werden immer kontrolliert. Das geht eventuell ein bisschen unter, weil halt Topic dieser Webinarveranstaltung ist halt die 3D-Bearbeitung, 3+2 auch. Wir wollen das kurz nochmal hier hervorheben, dass wir halt einen immer kontrollierten Arbeitsraum haben, was hier wirklich zu einer deutlichen Prozesssicherheit in Steigerung führt. So, was auch auffallen sollte, wir haben halt immer, der Stefan programmiert halt immer komplett in der gleichen Maske, egal welche Strategien wir gerade abarbeiten. Es ist eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, eine sehr schnelle Möglichkeit, zum NC-Code zu kommen. Und es gehen halt nicht verschiedene Fenster auf für die Anwender, sondern es ist alles in einer einzigen Bedienmaske, die wirklich immer mit den gleichen Reitern durchzuarbeiten ist. Also diese Strategie und auch das Anwenderkonzept ist halt hier bei SPCAM bei uns extrem einfach für jeden Endkunden gedacht.
Berichte ich dann. Gut. Kommen wir zu einer weiteren Strategie und zwar zum parallelen Schlichten. Esprit erzeugt hier eine Dreiachs-Schlicht- oder auch Schrubbearbeitung mit parallelen Bearbeitungsgängen. Die vertikalen Bereichen und horizontalen Bereichen oder beides können gleichzeitig bearbeitet werden. Dieser Zyklus beinhaltet einen Schrubb, ein Hochgeschwindigkeits- und auch eine Neigungsoption. Hierfür verwenden wir wieder das gleiche Werkzeug. Und ich möchte Ihnen auch hier mal eine neue Funktion auch zeigen. Es kommt im Fräsen jetzt auch weniger im Einsatz. Und zwar gibt es hier die Funktion Rundachsenbearbeitung. Das heißt, es wird auch immer eine Achse gesperrt. Jetzt bei unserem Fall wird jetzt die Y-Achse gesperrt. Und er fräst mit uns zum Beispiel das ganze Bauteil mit der X- und mit der C-Achse. Das heißt, bei großen Bauteilen im Fräsen kommt es sehr gut. Haben wir das sehr gerne verwendet oder auch bei Drehmaschinen, dass ich auch nur mit der X- und mit der C-Achse Bauteile rausarbeite. So, daran setzen wir ein bisschen höher. Genau, wenn es jetzt gerade ein bisschen getippt hat, ich habe den einen oder anderen, die eine oder andere Frage in der Fragerunde gerade beantwortet. Wir berechnen auch hier eine konstante Rautiefe vom RZ-Wert 0,2. Und hier möchte ich Ihnen gerne auch unsere Hochgeschwindigkeitsoption zeigen. Und wir schalten. Ach, Entschuldigung, jetzt bin ich verkehrt. Rautiefe von 2 Zehntel. Hier haben wir unsere Schrubbtechnologie. Das heißt, wir können auch diese Werkzeuge nach oben kopieren und verschieben. Wir setzen unser Begrenzungsfeature auf die äußere Profilkante und sagen zur Strategie, dass wir auch gerne außerhalb von diesem Profil gerne zustellen möchten. Im Bereich Verbindungen können wir auch mal ganz gerne einen Kreisbogenwinkel auf 90 Grad setzen und einen Kreisbogenradius von 2 mm. Das reicht schon. Bestätigen das Ganze. Und haben einen parallelen Lichtwerkzeugweg erstellt. Auch das möchten wir gerne Ihnen in der Simulation zeigen. Und sehen auch hier so schön, die Y-Achse ist jetzt gesperrt auf einen festen Wert und wir fräsen nur mit der X- und mit der C-Achse in unserem digitalen Zwilling. Sehr coole Funktionsstellung, sehr, sehr cool. Stefan? Ja, meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht. Stefan, hört man noch, wen hört man nicht? Ich kann das gerade nicht wirklich verifizieren, ob ich es bin, der jetzt irgendwie nicht zu hören ist oder Stefan eventuell ausgeknipst ist. Ja, Lost in Space. Ja.
Stefan, ich weiß nicht, ob du mich noch hörst, aber anscheinend hört uns nicht jeder. Ich höre dich auch nicht mehr. Ich weiß leider nicht, wo das Problem ist. Okay, es tut mir leid, der Ach, Kollege hat mich da. gerade stumm geschalten. Ja, da bist du wieder. So, jetzt sind wir wieder online, Stefan. Jetzt höre ich dich auch wieder. Okay, Ja, entschuldigen wir es uns tut allen mir. Teilnehmern eben, dass die letzten 3, 4 Minuten eben einmal etwas unkoordiniert da waren. So, richtig. Gut, dann möchte ich nur kurz mal erklären. Also, wir möchten jetzt gerne noch diesen Innenradius fertigen mit Ihnen. Hierfür stehen uns mal mehrere Technologien zur Verfügung. Zum Beispiel das Parametrische, das heißt, der Fräser folgt einer geschlossenen Kurve oder auch zwischen zwei Kurven. Aber hier habe ich den Vorteil, dass das Esprit morpht den Werkzeugweg zwischen den beiden Profilen, um die Form jeder Bearbeitungsgang anzupassen. Und mit den dreidimensionalen Schrittweite wird eine gute Oberflächengüte erzielt. Hier verwenden wir mal einen Kugelfräser mit Durchmesser 2 mm, setzen die Drehzahl auf 5000 und einen Vorschub pro Zahn von 2 Zehntel. Für diese Funktion habe ich mehrere Optionen zur Verfügung. Das heißt, ich kann auch hier mit dem Vier-Achsen-Feature arbeiten oder auch, wenn es eine geschlossene Kontur ist. Ich möchte Ihnen gerne das mit zwei Kurven sehr gerne demonstrieren. Ich klicke ganz einfach mein Profil mit wenigen Klicks ab. Und zwischen diesen zwei Profilen morpht jetzt Esprit den perfekten Werkzeugweg. Und um Kartalräder Verbindungen setzen wir beim Anfahren den Kreisbogen auf 90 Grad und einen Kreisbogenradius von 3 mm. Und zwischen den Zugstellungen möchte ich gerne eine weiche Verbindung zufügen. Das heißt, Esprit erzeugt zwischen den Zugstellungen eine Spline-Kurve, damit ich eine weiche Werkzeugwegbewegung erstellen kann. Auch hierfür verwende ich die Kollisionsprüfung und setze die auch auf die Funktion Einschwenken. Und wir setzen den Schwenkwinkel auf maximal 80 Grad. Das Verschleifen lassen wir erst einmal auf inaktiv, damit wir auch mal das Ergebnis sehen können. Wir müssen noch kurz warten, bis der Werkzeugweg fertig gerechnet worden ist. So, jetzt haben wir schon ein Ergebnis, was wir sehen. Wir sehen auch hier die Anfahrbewegungen mit 90 Grad und einen Kreisbogen von 3 mm, sehr schön. Und ich möchte jetzt gerne mal die Strategie in unserer Simulation starten. Ich mache es ein bisschen langsamer. Und dann sehen Sie auch schon, dass er zwischen den Bahnen immer hin und her schwenkt. Das heißt, wenn es mal nicht zur Kollision kommt, dann schwenkt er wieder fast zurück, wieder auf B0 und schwenkt dann wieder zurück. Ich kann auch solche Szenarien auch sehr gerne in Esprit vermeiden. Dafür gehen wir wieder zurück in die Strategie. Und mit der Funktion Verschleifen zulassen habe ich die Möglichkeit zu sagen, nach einem gewissen Abstand soll er zum Beispiel zurück auf B0 schwenken. Oder wenn er einen Gang geschwenkt hat, soll er bitte die ganze Werkzeugbahn geschwenkt stehen lassen. Also er soll nicht zurückschwenken auf B0. Wir machen die Rotoraktualisierung wieder am Schluss wieder an und bestätigen das Ganze.
Die Berechnung ist ein bisschen von der Übertragung abhängig. Das heißt, meine Grafikkarte benötigt hat eine etwas größere Auslastung durch die Remote-Sitzung. Deswegen kann es ein bisschen länger dauern. Aber wir sehen auch jetzt schon schön das Ergebnis und können es auch gerne in der Simulation kurz zeigen. Das Werkzeug schwenkt im Einfahrpunkt ein. Und jetzt sehen Sie auch schön, dass er konstant den Schwenkwinkel zu meiner geführten Fläche hält. Gut, am Schluss möchte ich Ihnen noch gerne eine Kleinigkeit noch zeigen, bevor ich wieder an den Hilchenbach übergebe. Und zwar Esprit bietet eine Vielzahl von CAD-Funktionen, um Bauteile zu modellieren oder auch zu ändern. Und wir haben auch eine sehr gute Analysefunktion. Das heißt, Sie können auch jederzeit auch mal an Werkzeugweg auch direkt in Esprit simulieren, damit Sie nicht jedes Mal zum Beispiel auch die Simulation starten müssen. Und des Weiteren gibt es auch einen sehr schönen Vergleich. Das heißt, Esprit überprüft auch zum Beispiel Rohteil gegen das Fertigteil, um zum Beispiel nicht bearbeitete Flächen visuell sehr schön darzustellen, damit der Anwender sieht, welche Flächen oder welches Material oder wo muss er denn eigentlich noch bearbeiten. Gut, ich möchte mich jetzt noch bedanken, dass Sie zugehört haben, und ich würde gerne an Hilchenbach weitergeben. Okay, sehr schön. Danke dir, Stefan. Sehr, sehr schöne Sachen, die du uns gezeigt hast. Genau, wir sind eigentlich mit der Praxis soweit durch. Wir lassen das Ganze jetzt mal ein bisschen sacken. Wenn es Rückfragen gibt, dann könnt ihr die ruhig komplett im Fragefenster stellen. Wenn Sie jetzt im Kernthema 3D-Bearbeitung und 3 plus 2 noch Rückfragen haben, dann sind wir jederzeit zu erreichen. Wenn Sie selber sagen, Mensch, ich habe simpelste Teile im Haus, die diesen Anforderungen gerecht werden. Ich habe aber auch hochkomplexe 3D-Bearbeitungen, Freiformflächen. Wie sieht das denn aus? Wie schnell komme ich mit Esprit-CAM zum Ziel? Dann sprechen wir uns jederzeit an. Wir können gerne jederzeit auch eine Musterprogrammierung an den eigenen Bauteilen machen, um einfach einen ganz unverbindlichen Vergleich durchzuführen. Ja, genau. Jetzt sehen wir hier nochmal die Kontaktwege, die bei uns so per Telefon und per E-Mail möglich sind. Wir haben auch eine sehr, sehr schöne Homepage, wo man sich nochmal Informationspakete herunterladen kann. Wir stehen jederzeit gerne bereit für Folgeschritte, für Rückfragen. Ich gucke jetzt mal eben noch in das Fragenfenster rein, ob da sich noch irgendwas ergeben hat. Aber das sieht nicht so aus. Genau, dann würde ich sogar sagen, ich bedanke mich auch komplett, auch im Namen von Stefan nochmal für die Teilnahme. Es freut mich oder freut uns, wenn wir schöne Impulse setzen konnten heute zu unserer CAM-Lösung, und würden uns freuen, wenn wir Sie beim nächsten Webinar wieder begrüßen dürfen als Teilnehmer. Ansonsten, Kontaktwege sind vorhanden. Wir wünschen noch einen schönen Nachmittag, frohes Schaffen, und bleiben Sie weiterhin gesund.